keine Ahnung, er hat mit dem Praktikum beim Kindergarten angefangen und dann hat er mich gar nicht mehr beachtet. Und dann hat er noch mit diesen Kissing-Pranks angefangen, wo er Frauen abgeknutscht hat und dann hatte ich echt mies keinen Bock mehr. Wir sind auf einer gefährlichen Mission. Wir sind auf der Suche nach Joalis Ehre. Wir durchsuchen die ganze Stadt, doch haben nichts gefunden. Absolut nichts. Es ist nichts da. Doch dann fiel uns ein, wie soll man etwas finden? Etwas finden, das gar nicht existiert. Es war aussichtslos. Einfach aussichtslos. Hallo, hallo! Kannst du mal aufhören zu trommeln? Sorry, ich war gerade total drin. Wer bist du überhaupt? Ich kümmere mich um Fälle, die unmöglich zu lösen scheinen. Ich mache Unmögliches möglich und komme so immer an mein Ziel. Mit einem Taxi kommst du doch auch an dein Ziel. Lustig. Aber wollt ihr nicht Joalis Ehre finden? Die gibt es nicht. Wir haben überall gesucht. Ihr braucht sie nicht suchen. Sie kommt von alleine. Der war schlecht. Wie faules Obst? Nein, dein Witz war schlecht. Ach so, ja, whatever. Aber Joalis Ehre existiert. Jeder hat Ehre. Die einen mehr, die anderen weniger. Das heißt aber, dass das, was wir suchen, extrem klein ist. Wir suchen seine Genitalien? Nein, ich meine seine Ehre. Seine? Nein, Ollis. Was schlägst du also vor? Ich schlage niemanden. Ich bin gegen Gewalt. Wir kommen vom Thema ab. Du hast recht. Jeder hat Rechte, dafür gibt's ja Gesetze. Stopp! Joalis Ehre, wir suchen sie jetzt. Am besten wir fragen jemanden, der Kontakt mit ihm hatte. Wir konnten nur eine von Joalis Ex-Freunden finden, die älter als 12 war. Und diese war Anastasia Popolopius aus Papua-Neuguinea. Sie ist außerdem... Ich heiße Lisa und ich komme aus Berlin. Ich will's einfach ein bisschen spannend gestalten. Du fährst mir über den Mund. Ich stehe doch jetzt vor meinen Zuschauern wie der letzte Lümmel da. Ja, was nennst du mich? Anastasia Popoloch? Popolopius. Weißt du, wie schon erwähnt? Spannender klingt. Egal, weiter. Und du warst mit Joali zusammen, stimmt das? Ja, das stimmt, aber nicht lange. Und warum ist es auseinandergegangen? Keine Ahnung, er hat mit dem Praktikum beim Kindergarten angefangen und dann hat er mich gar nicht mehr beachtet. Und dann hat er noch mit diesen Kissing-Pranks angefangen, wo er Frauen abgeknutscht hat und dann hatte ich echt mies keinen Bock mehr. Du bist Hirtin? Was? Naja, du hattest doch keinen Bock mehr. Ist er denn davongelaufen? Hattest du wenigstens noch ein paar Ziegen? Was laberst du? Das läuft hier schon wieder in eine ganz falsche Richtung. Also Leute, konzentriert euch. Wir sind auf der Suche nach Joalis Ehre. Und Lisa, wir dachten, vielleicht kannst du uns weiterhelfen. Ihr wollt Joalis Ehre finden? Leute, wie wollt ihr etwas finden, was nicht existiert? Wie soll man etwas finden? Etwas finden, das gar nicht existiert. Was denn? Ich trommel nun mal gerne. Aber nicht, weil ich Afrikaner bin. Oder doch? Leute, die Suche nach King Ollis Ehre ist absolut sinnlos. Extrem sinnlos. Aber wisst ihr, was Sinn macht? Die besten Jo-Olli-Sprüche jetzt in die Kommentare zu schreiben. Achso, weißt du eigentlich, was dein Lebensmotto ist? Was denn? Zu jung ist nur ein Name in China. Okay, wow. Der Spruch ist heavy. Zu jung ist nur ein Name in China. Leute, das war das Video. Wir haben seine Ehre nicht gefunden. Wir haben wirklich überall gesucht. In der Stadt, im Zoo. Warum im Zoo? Warum habe ich Zoo gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz wichtig, checkt hier diese Leute aus. Folgt jedem einzelnen auf Instagram. Ist unten alles verlinkt. Und schreibt wirklich mal alle Jo-Olli-Sprüche in die Kommentare. Aber auch viele neue. Denkt euch welche aus, seid kreativ. Beim letzten Mal waren es schon Tausende. Ich will jetzt noch mehr Kommentare. Ich will lachen. Und bis zum nächsten Mal. Peace. So, du bist hier Ollis Cousin, ist das richtig? Ja, leider schon. Bist du sein echter Cousin? Ja, leider schon. Willst du vielleicht mal den Leuten sagen, was du von Jo-Olli hältst? Ich würde dazu eher nichts sagen. Also, verstehe ich, musst du auch nicht, aber ich glaube, für die Leute wäre es mega spannend, wenn einfach mal jemand aus der Familie was seine Meinung zu ihm sagt. Ja, ich bin halt mit ihm verwandt, aber zur Familie gehört er schon lange nicht mehr. Also, er hat Sachen gemacht, die kann ich einfach nicht akzeptieren. Die können wir alle nicht akzeptieren und deswegen... Er ist einfach ehrenlos. Okay, verstehe. Ich danke dir, ja, fürs Interview. Danke.